Ja, danke schön. Vorgaben waren wohl Spielpressen, unter Druck setzen, Rhythmuswechsel auch mal fallen lassen, Gegner ins Aufbauspiel zwingen, in die Eroberung kommen. Und das hat perfekt gepasst ab der ersten Spielminute. Und ich hatte keine Bedenken im Sinne von, natürlich, wenn du 200-300% Chancen liegen lässt, gerade in der Anfangsphase, Klaus Schasula, Marvin, Linde und, dass das irgendwie rutschen kann. Für mich gab es eine Schlüsselszene, wo ich gesehen habe, die Jungs, die Mannschaft ist geil, ist gierig, die will das Spiel gewinnen. Wo man nie wissen, wie es dann ausgeht, aber von der Art und Weise, wie wir spielen wollen, sehr gut umgesetzt. Das war die Schlüsselszene Mitte der ersten Halbzeit, wo es diesen kreuzgefährlichen Freistoß gab. Kobylenski ist ja ein guter Schütze, am Ende hat Grimaldi geschossen, wo sich dort 4, 5 Jungs reingeknallt haben und diesen Freistoß verteidigt haben. Mit allem, was sie haben, mit Inbrunst. Und da habe ich gesehen, die Jungs wollen wir tatsächlich nicht nur von dem, was wir vorgenommen haben, uns, die wollen ihr Spiel gewinnen, auch trotz vertaner Chancen, waren unheimlich griffig, auch in den Eroberungen im Zentrum, in der Innenverteidigung sehr wachsam. Eins in der Zuordnung beim 0-1, das ist dann auch die Qualität des Gegners. Einmal waren wir dort, haben wir nicht richtig gut durchgedeckt auf Grimaldi, da ist es 0-1 passiert. Aber ein Sensationsangriff zum 1-1 vor der Halbzeit bringt das Spiel wieder in die Öffnung hinein für uns. Und so ging es auch in der zweiten Halbzeit weiter. Riesen Kompliment, was wir dann auch in der zweiten Halbzeit, auch läuferisch vor allen Dingen, gezeigt haben. Immer wieder auch angelaufen, immer wieder auch den Spielaufbau früh gestört. Da musst du erstmal den Wille zeigen, auch die Mentalität zeigen, diese Räume auch zu belaufen. Spielerisch immer wieder auch versucht, die Dinge zu entwickeln. Münster ja, eine halbe Druckphase gehabt. Ein-, zweimal Tom Müller uns den Spielstand offen gehalten. Hochverdienter Sieg, Auswärtssieg. Starkes Statement meiner Mannschaft in jede Richtung, in jedem Belang. Starkes Statement. Und da freue ich mich, dass wir hier gewinnen konnten gegen Union. Danke sehr, Rico Schmidt. Mein Gott, wir haben zum ersten Heimjahr lang unter deiner Regie. Ja, schön, dass du mich da nochmal dran erinnerst. Ja, passend analysiert. Also ich glaube, da gibt es gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich glaube, uns ist in dem ganzen Spiel nicht einmal gelungen, wirklich richtig Zugriff aufs Spiel zu bekommen. Ich glaube, ich muss schon nach 20 Minuten, da waren es glaube ich schon vier Hochkaräter, musst du eigentlich schon zwingend hinten liegen. Sind wir eigentlich glücklich im Spiel, machen auch glücklich, glaube ich, dann die 1-0-Führung. Bekommt dann eigentlich das 1-1, aber da haben wir eigentlich schon die ganze Zeit umgebettelt, dass wir endlich ein Tor kassieren. Grundsätzlich wurde es in der zweiten Halbzeit, glaube ich, nicht zwingend besser. Die Angriffe von Halle vielleicht nicht mehr ganz so zwingend zum Tor selbst. Aber trotzdem hatte man eigentlich immer das Gefühl, dass eventuell was passieren kann. Und dementsprechend hat es uns dann, glaube ich, auch erwischt zum 2-1. Ich glaube, in der ganzen Summe einfach überhaupt kein gutes Spiel von uns. In allen Belangen unterlegen, hier hochverdient, glaube ich, verloren. Aber genau so habe ich letzte Woche in Köln gesessen, wie es der Rico jetzt erklärt hat, alles gepasst, hat letzte Woche bei uns auch komplett gepasst. Und ich glaube, es ist im Moment so, in so einer Phase der Saison, da weißt du nie so ganz genau, was letztendlich von den Spielern auf den Platz getragen wird. Bei Halle letzte Woche, glaube ich, hat er 3-1 verloren. Ne? Ich glaube, da war es wahrscheinlich genau in die andere Richtung. Heute sitze ich dann hier und erkläre dann meine erste Heimniederlage. Vielen Dank. Bin natürlich nicht zufrieden und wir versuchen jetzt aber die letzten drei Spiele dann noch vernünftig zu gestalten und gehen wir an und heute sind wir natürlich erstmal richtig geknickt, weil es wirklich die erste Heimniederlage war und verlieren mache ich sowieso ungern. Von daher hat es uns heute getroffen. Vielen Dank.